Hallo Leute, ich bin's Dominik und ich begrüße euch zur neuen Folge der Young Boys Band Karriere. Und ja Leute, heute haben wir folgende Spiele gegen Leipzig in der Champions League. Zum Auftakt werden wir selber spielen, gegen Sion und Zürich werden wir schnell simulieren, Beşiktaş normal simulieren, dann gegen Luzern, Vaduz schnell simulieren und dann gehen wir nochmal gegen Real in selber rein. Und dann sind wir auch hier beim Spiel gegen Leipzig, würde ich sagen, starten wir direkt rein. Da ist Ngamalö, Daniel Malen muss sich absetzen, das macht er wunderbar, 21. Spielminute, Young Boys Ben schießt ja das erste Tor in dieser Champions League Karriere und der erste Torschütze ist Daniel Malen, der erste Vorlagengeber ist Ngamalö, wunderbar gespielt. Daniel Malen löst sich da gut von Jules Koundé ab und der haut ihn dann einfach rein. Keine Chance, Peter Gulasch im Tor. Und damit gehen wir hier in Leipzig mit 0:1 in Führung, gehen auf sehr defensiv. Michael Ebischer muss hier den Ball durchspielen zu Daniel Malen. Komm, du bist schneller wie Jules Koundé. Das macht er gut, nur noch an Gulasch vorbei. Das schafft er auch. 30. Minute, 10 Minuten später oder 9 Minuten später, bevor das 0:1 gefallen ist, kommt hier das 0:2 mit Daniel Malen, der hier seinen Doppelpack schnürt. Michael Ebischer und auch Fasnacht haben die Bälle da gut durchgespielt, damit Daniel Malen keine andere Chance hat, wie den Ball einfach nur reinzuschießen. Wir werden es ja auch hier nochmal gleich sehen, wie es passiert ist hier, aber da haben wir es nicht mehr gesehen. Daniel Malen bekommt auf jeden Fall den Ball, macht das 0:2, damit haben wir eine gute Führung. Dahoud spielt hier den Ball durch zu Michael Ebischer. Leipzig muss halt alles nach vorne werfen, um hier noch Tore zu schießen. Ebischer macht das gut. Jetzt runter zu Fasnacht. 43. Minute, der macht das 0:3. Wir nehmen hier Leipzig komplett auseinander in der ersten Halbzeit. Natürlich in FIFA, die können in der zweiten Halbzeit noch zurückkommen. Aber das ist ja mal unfassbar stark, wie die hier gerade auseinandernehmen. Vor allem Fasnacht wieder da durchläuft. Dann schießt er einfach ins Eck rein gegen den Pfosten. Keine Chance für Gulaschi. 0:3 Führung. Wir sind in der 69. Minute, wechseln die drei aus, die gelb gesperrt sind. Zum einen Gerhard rein für Dahoud, Waldemar Anton rein für Nierkate und Maitland Niles ins ZM für Ebischer. Oh, Fasnacht kann da einfach durchziehen. Jetzt muss da oben einer kommen. Da ist Daniel Malen. Schön gespielt, Daniel Malen. Ngamalö. 83. Spielminute, das 0:4. Also ich denke, mit dem direkten Vergleich gegen Leipzig im Rückspiel wird da nicht groß was anbrennen bei uns daheim. Es ist schön gemacht. Fasnacht spielt schön zu Daniel Malen. Dann der weiter hoch zu Ngamalö. Peter Gulasch hat keine Chance. Damit führen wir mit 0:4. Der Schiri pfeift ab. Wir gewinnen gegen Leipzig mit 0:4. Dann sehen wir Fabian Rieder verlässt uns zu Sparta Rotterdam für 1,2 Millionen in der Wintertransferphase. Nächstes Spiel gegen FC Sion daheim. Muss das Top-Team ran. In die Schnellsimulation gehen wir rein. Sieg wäre wichtig. Wir gewinnen mit 3:0. Ebischer, Daniel Malen und Baba treffen. Gegen den Tabellenführer aus Zürich gehen wir trotzdem auch in die Schnellsimulation rein, denn wir haben eigentlich ein gutes Team. Sollten Zürich damit schlagen. Wir gewinnen mit 3:1. Tosin trifft bei Zürich, bei uns Ngamalö, Geiger und Ebischer. Nächstes Spiel gegen Beşiktaş, schon auch wenn wir 4:0 gegen Leipzig gewonnen haben, müssen wir das Ganze hier dann auch gegen Beşiktaş bestätigen. Zumindest im Unentschieden müsste ich da schon zufrieden sein, weil normale Simulation ist immer so ein Ding. Will ich sagen, gehen wir rein. Und kurz vor der Halbzeit, Mahmut Dahoud mit der 1:0-Führung, gehen wir auch so in die zweite Halbzeit rein. Wir sind in der 80. Spielminute, wechseln noch dreimal. Pululu kommt rein für Ngamalö, Maitland Niles für Baba, Dahoud nochmal raus für Anton. Und dann bekommen wir in der 88. Minute nochmal ein Tor. Ich greife nochmal ein, vielleicht schieße ich noch 2:1. Der Sheriff auf der Spieler, das Spiel gegen Beşiktaş 1:1. Nächstes Spiel gegen den dritten Luzern wird auch schnell simuliert. Gehen wir rein. Wie gesagt, wir haben ein richtig gutes Team. Da sollte nichts anbrennen. Wir spielen nur 0:0, weil Daniel Malen den Elfmeter verschießt. Nächstes Spiel gegen Vaduz, die sind auf Platz 10, den letzten Platz. Und ich riskiere es mal mit der B11 reinzugehen, weil wir dann gegen Real Madrid die volle Power brauchen. Wir gewinnen trotzdem 4:0. Daniel Malen, Ebischer, Maitland Niles und Pululu treffen. Nächstes Spiel gegen Real Madrid, diesen haben wir alle 2 Spiele gewonnen, 6 Punkte. Wir sind hinten dran mit 4, Leipzig immer noch 0. Würde ich sagen, gehen wir in den Top-Team dann auch rein. Hier in das wichtige Spiel gegen Real Madrid. Hier wäre ich im Unentschieden schon zufrieden. Würde ich sagen, gehen wir einfach rein. Oh, da kommen sie jetzt. Marco Reus. Und das ist ein Foul. Ey, der ist doch nur gestrauchelt. Und da gibt es den Elfmeter in der 8. Minute für Marco Reus. Die 2 Dortmunder. Und der bessere ist Bürki. Wir halten den Elfmeter. Bernardo Silva mit Marco Reus, 38. Spielminute.
Real Madrid geht mit 0:1 in Führung. Das hat sich abgezeichnet. Die sind halt die viel bessere Mannschaft. Wir müssen echt darauf achten, dass sie zweiter Platz werden. Damit liegen wir zurück. Mahmoud Dahoud spielt den Ball durch zu Michel Epischer. Gegen Ramos kommt er da durch, auch gegen Courtois. Und kurz vor der Halbzeit machen wir den Ausgleichstreffer. Die Jumbo-Espana Arena geht hier in Flammen auf. Die Fans freuen sich. Denn wir schießen ein Tor gegen Real Madrid und machen somit das 1:1 schön gemacht von Fasnacht, von Dahoud und dann auch von Michel Ebischer, der den Ball wunderschön an Courtois vorbei haut und damit steht es 1:1, wir führen noch nicht 1:1, so gehen wir auch in die zweite Halbzeit rein. Wir werden einmal wechseln, Maitland-Niles kommt rein für Baba. Oh, da kommen sie mit Immobile, mit Kroos und er legt ihn rein und wir haben tausende Chancen und machen keinen davon rein. Und damit geht Real Madrid mit 2:1 in Führung. Damit müssen wir doch sehr offensiv gehen. Und da ist Geiger. Bekommen wir nochmal eine Chance mit Gerhard. Gerhard! Wir machen in der letzten Sekunde noch das 2:2, das Unentschieden. Jetzt ist die Minute rum. Und wir freuen uns, denn wir haben das 2:2 gemacht. Ich habe nochmal Pululu eingewechselt für Dahoud, um nochmal nach vorne zu gehen. Ich wollte auch gerade sagen, dass wir hier leider verlieren und ich im Rückspiel alles zeigen werde, um sie zu besiegen im Santiago Bernabéu. Muss aber nicht sein, denn hier holen wir einen richtig wichtigen Punkt. Yannick Gerhard mit seinem ersten Tor. Und damit gewinnen wir das letzte Spiel in dieser Folge nochmal. Oder nee, wir gewinnen es nicht. Es fühlt sich an wie ein Sieg. Wir spielen 2:2 gegen Real Madrid. Dann sind wir am Ende der Folge, Leute. Wie ich sage, wenn euch die Folge gefallen hat, könnt ihr euch gerne ein Abo da lassen. Ihr könnt die Glocke aktivieren, damit ihr keine Videos mehr verpasst. Das sind wir, Jungs. Haut rein. Bis dann und tschüss.